Hi Leute, ich bin's die Kiki von Kikis Kitchen und heute dreht sich alles um das Thema Pizza. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich recherchiert, geübt, gebacken und erprobt habe, bis ich das perfekte Pizzarezept für euch herausgefunden habe. Und jetzt komme ich mit meinen Zutaten für den Teig und ich habe euch während des Videos immer so einiges zu erzählen, was ihr austauschen könnt, was ihr verbessern oder verändern könnt, falls ihr weniger Zeit habt, falls ihr mehr Zeit habt. Also bleibt auf jeden Fall von Anfang bis Ende dabei. Und hier sind schon mal meine Zutaten. Ihr braucht für einen Pizzateig nur 4 Zutaten. Ich habe hier einmal Mehl Typ 405. Frische Hefe, Salz und lauwarmes Wasser. Mehr braucht ihr nicht. Ich beginne jetzt direkt mit dem Teig. Ich nehme jetzt mein lauwarmes Wasser und gebe das zusammen mit der frischen Hefe in meine Schüssel. Lass das so ein bisschen da reinbröseln und dann rühren wir das um und fügen auch schon direkt Mehl und Salz dazu und fangen an zu kneten. Jetzt habe ich mir meinen Teig in der Schüssel so ganz grob zusammengerührt, zusammengeknetet und den Rest macht ihr am allerbesten auf der Arbeitsfläche. Es gibt zwar auch Küchengeräte, die den Teig dann so ein bisschen kneten können. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man mit den Händen einfach den besten Teig bekommt. Und jetzt kommt nochmal so ein Thema Hefe und Zucker. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Kiki, kommt denn kein Zucker mit zur Hefe als Nährstoff? Das ist richtig, das macht man eigentlich so. Aber damit ihr das volle Aroma bekommt, lasst ihr den Teig lieber von alleine aus gehen, ohne den Zusatz von Zucker. Das dauert dann 2 Stunden, so mache ich das heute. Aber falls ihr sagt, ich habe keine Zeit, jeder kennt es, man hat nicht immer Zeit, dann fügt gerne noch einen Teelöffel Zucker dazu, verdoppelt die Hefemenge, dann braucht ihr nur 30 bis 60 Minuten Gehzeit. Ich mache das aber heute, wie gesagt, auf die Variante, dass ich das 2 Stunden lang gehen lasse, knete das jetzt 10 Minuten lang auf der Arbeitsfläche richtig schön zu einem festen und elastischen Hefeteig. Der Teig ist jetzt super schön glatt und sehr elastisch und jetzt nehme ich mir meine Teigkarte und teile den einmal hier in der Mitte durch, denn das Rezept ist für 2 Pizzen ausgelegt. Jetzt hier noch eine Kugel formen, das macht ihr ganz einfach so. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr zu 4 seid oder zu 6, könnt ihr das Rezept einfach verdoppeln oder verdreifachen. Ich finde, so ist es am einfachsten. Ich gebe euch jetzt nochmal einen Tipp, falls ihr das volle Aroma erhalten möchtet, wirklich das Nonplusultra. Dann macht ihr das Ganze so, bei kalter Führung, so nennt sich das, gebt ihr den Teig nicht wie ich jetzt für 2 Stunden an einen warmen Ort, sondern für 24 bis 48 Stunden in den Kühlschrank. Das ist die kalte Führung und dann erhaltet ihr nochmal so ein richtig tolles Aroma. Aber heute machen wir das halt so. Und wenn ich viel Zeit habe, dann mache ich das auch gern bei kalter Führung. Jetzt nochmal mit Mehl bedecken, dann ein Tuch darüber geben und dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder. Jetzt zeige ich euch meine allerliebste Pizzasoße. Das ist die klassische Tomatensoße und die besteht aus Dosentomaten. Ich finde, die Dosentomaten haben leider einen schlechten Ruf, obwohl die, ihr müsst euch vorstellen, an ihrem reifsten Punkt konserviert werden. Das heißt, hier ist so viel Aroma drin, das bekommt ihr mit frischen Tomaten schon fast gar nicht hin. Die frischen Tomaten kommen dann bei mir auf die Pizza ganz gerne mal. Und ich gebe jetzt die Dosentomaten hier schon mal in meinen Mixer. Da könntet ihr auch jetzt einen Pürierstab nehmen zum Beispiel. Und dazu kommt frischer Basilikum. Da nehme ich auch immer total gerne den frischen. Gebe ich einfach so mit dazu. Und was ganz wichtig ist, Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Und fertig ist die Pizzasoße. Und die riecht schon so gut. Ihr müsst es mal riechen. Das riecht köstlich und es schmeckt auch perfekt zu allen Belegen. Ich gebe das ganz kurz an die Seite, denn die 2 Stunden sind rum und der Teig ist aufgegangen. Nehme ich hier schon mal die erste Pizza und am besten macht ihr das so, dass ihr eure Arbeitsfläche verwendet, da ein bisschen Mehl drüber gebt und dann breitet ihr das ganz wichtig nicht mit einem Nudelholz aus, sondern mit den Händen und das demonstriere ich euch jetzt.
Mein Pizzateig habe ich jetzt schön flach und kugelrund mit den Händen ausgerollt. Und bevor wir jetzt das Ganze belegen, gebe ich das erstmal auf mein Backpapier. Das hat folgenden Grund, um das gleich eben schön auf meinen Pizzastein zu befördern. Ich habe unten drunter noch einen Tortenretter und darüber eben das Backpapier. Und dann nehmt ihr jetzt Grieß. Das ist vollkommen egal, ob jetzt Hartweizen- oder Weichweizengrieß. Mit Mehl klappt das Ganze nicht so gut. Wir wollen ja, dass das gleich schön runterrutscht in den Backofen. Und jetzt gebe ich meinen Pizzateig da einmal drauf und dann können wir starten mit dem Belag. Beim Belegen einer Pizza gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten in der Reihenfolge. Wir belegen als allererstes mit unserer Tomatensoße. Das ist die Grundlage unserer Pizza und das habe ich hier schon erledigt. Und als zweites kommt auf die Tomatensoße unser Käse. Ob ihr nun Gouda nehmt oder Emmentaler oder wie in meinem Fall Mozzarella, ist euch überlassen. Bei Mozzarella gebe ich euch aber den Tipp, nehmt euch ein Küchentuch und nehmt die Feuchtigkeit weg, damit es auch nicht durchweicht. Jetzt kommen alle anderen Belege drauf. Bei mir sind jetzt rote Zwiebeln und rote Paprika. Das mache ich alles für den Hamza, weil der das so nämlich am liebsten mag. Danke. Gerne. Und ihr könnt mir mal schreiben, was eure Lieblingskombination ist. Ihr Lieben, die Pizza wandert jetzt nur noch in den Backofen bei allerhöchster Temperatur, die euer Backofen hat. Bei mir sind das 300 Grad. Falls ihr zum Beispiel nur 260 habt, ist das auch kein Problem. Das dauert dann nur ein paar Sekunden länger. Und ich zeige euch jetzt, wie einfach ihr die Pizza auf euer Pizzastein bekommt. Nämlich durch unser Grieß. Einfach schütteln und ablegen. 5 Minuten sind rum, unsere Pizza ist fertig. Die ist richtig schön leicht goldbraun und hier unten drunter, das zeige ich euch mal, man hört schon, wie knusprig die ist. Und die Pizza ist fertig gebacken und der ganze Raum riecht nach Italien. Richtig, richtig lecker. Die Pizza ist nämlich total knusprig, also eben typisch italienisch. Und was bei mir nie fehlen darf, ist einmal frischer Rucola. Den gebe ich jetzt einfach so ganz grob oben drauf. Und super, super lecker noch etwas Grana Padano. Das gebe ich dann auch ganz oben einmal als Topping. Übrigens, falls ihr keinen Pizzastein daheim habt, dann ist es auch kein Problem. Ihr könnt alternativ entweder ein Pizzablech, was gelocht ist, nehmen. Dann habt ihr auch einen schön knusprigen Boden. Oder wenn ihr das auch nicht da habt, gar kein Thema, dann verwendet einfach euer Ofenbackblech. Ich mache das jetzt gerne noch so, dass ich am Ende ein bisschen Olivenöl drüber träufeln lasse. Ich mag den Geschmack von Olivenöl einfach total gerne. Das mache ich dann kurz vor dem Verzehr. Oder was ihr auch machen könnt, ist so ein bisschen Parmaschinken oben drauf. Das wäre dann typisch italienisch. Wir mögen es aber lieber vegetarisch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken der Pizza. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Schickt uns eure Fotos mit dem Hashtag Kaufland oder dem Hashtag Kikis Kitchen. Dann können wir uns die ansehen und uns freuen. Und dann freue ich mich, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss, eure Kiki.